Vor über 30 Jahren verschwand die Tochter des damaligen Hofdieners von Papst Johannes Paul II. Spurlos. Es kursierten zahlreiche Mythen und Hypothesen zum Verbleib der damals 15-Jährigen. Ein neues Dokument legt erneut nahe, dass der Vatikan in das Verschwinden Emanuela Orlandis 1983 verwickelt sein könnte. Den fünfseitigen Brief, in dem Ausgaben für Orlandi in London gelistet sind, veröffentlichte der italienische Enthüllungsjournalist Emiliano Fittipaldi in der Tageszeitung La Repubblica. Die Echtheit des Dokuments wurde bisher nicht unabhängig bestätigt. Vatikansprecher Greg Burke nannte das Dokument falsch und lächerlich. Dort sind unter anderem Ausgaben für Schule, Unterkunft, Verpflegung und Arztrechnungen von 1983 bis 1997 aufgeführt. Im Interview mit Euronews nannte die Anwältin der Familie Orlandi das Dokument glaubwürdig. Ob es aber authentisch sei, könne sie nicht beurteilen. Die Familie hofft nun auf eine Wiederaufnahme der Ermittlungen.